Sehr geehrter Herr Professor Schallenberg, vielen Dank, dass Sie sich für dieses Interview Zeit genommen haben. Wenn man sich Ihre Biografie so anschaut, so fällt einem sofort auf, dass Sie trotz Ihrer Aufenthalte im In- und Ausland immer wieder nach Westfalen zurückgekehrt sind. Mittlerweile liegt Ihr Lebensmittelpunkt auch wieder in Paderborn. Was gefällt Ihnen dort besonders? Mir gefällt daran, dass das die Leute sind, die ich verstehe von Grund auf, weil ich selber daherkomme, dass ich dazu die ersten Jahre als Priester gewirkt habe und ja auch Priester der Diözese Paderborn bin. Und da bin ich sehr gerne. Und wie gesagt, man versteht die Leute und weiß, was die Leute meinen, wie sie sprechen und was sie denken. Und man ist da zu Hause. Sie schauen also, dass Sie zum Libori-Fest immer pünktlich in der Heimat sind. Jo, das stimmt. Das Libori-Fest ist für Paderborner und Paderborner Priester sehr wichtig. Das ist die fünfte Jahreszeit für uns, ja. Sie engagieren sich in wirtschaftsethischen Fragen und leiten seit 2010 die katholische sozialwissenschaftliche Zentralstelle. Wie genau sieht Ihre Arbeit dort aus? Ja, das ist ein Institut, was 1963 gegründet wurde von der Bischofskonferenz. Besonders eben mit der Aufgabe im Bereich der Sozialwissenschaften, der Sozialethik, der Wirtschaftsethik, die katholische Position zu Gehör zu bringen, zu vertreten, den Dialog zu führen. Katholische Position heißt also die Grundlagen der katholischen Soziallehre und der Sozialethik dort einzubringen. In Ihren Vorträgen weisen Sie immer darauf hin, dass Sexualität mehr ein Ziel und weniger ein Erfüllungsgebot sei. Was genau meinen Sie damit? Damit meinen wir in der Moraltheologie, dass vielleicht etwas, was Papst Paul VI. Am Ende der Enzyklika Humanae Vitae einmal so formuliert hat, da schreibt er, es gibt keine Gradualität des Gesetzes, aber es gibt ein Gesetz der Gradualität. Das heißt, es gibt keine Gradualität des Gesetzes im Sinne von, das Gesetz gilt. Im Evangelium gelten die Gebote, nicht ein Jota wird weggenommen, sagt der Herr. Es gilt, seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, seid heilig, wie ich, euer Gott, heilig bin. Das gilt, daran ist nichts wegzunehmen. Aber es gibt das Gesetz der Gradualität, das heißt, jeder Mensch ist anders. Benedikt XVI. Hat einmal gesagt, so viele Menschen, so viele Wege zu Gott. Das heißt, der Weg zu Gott ist immer der Weg der Liebe, der Weg der Heiligkeit im weitesten Sinn, der Weg der Liebe schon konkreter, der Weg der hingebenden Liebe, der je größeren Liebe, hätte Ignatius von Loyola gesagt. Aber jetzt muss gesehen werden, in welcher Form geschieht das. Bei Theresia von Lisieux geschah das in einer anderen Form als bei Franz Xaver. Obwohl sie in die Mission gehen wollte, durfte sie das nicht. Sie musste sich damit abfinden. Sie war in der Küche und hat da sehr mit gehadert. Was ist das für ein Weg der Heiligkeit? Also jetzt rauszufinden im Bereich der Moral, auch der speziellen Moral, es gilt, du sollst nicht die Ehe brechen, es gelten die Gebote, aber wie sind die anwendbar, wie sind sie zu lehren? Im Evangelium steht das schöne Wort, derjenige ist der Größte, der die Gebote Gottes hält und halten lehrt. Das ist eigentlich das, was wir heute manchmal so etwas vielleicht so mit der linken Hand als Pädagogik abtun, dass man Hilfestellung gibt in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen, in Boston anders als in Manila, in sehr unterschiedlichen Situationen, das Gebot der Liebe im eigenen Leben, mit den eigenen Umständen, mit den eigenen Veranlagungen, mit den eigenen Verletzungen, mit den eigenen Traumatisierungen, mit den eigenen Beschränkungen durchzuführen und umzusetzen. Und das ist gemeint mit Zielgebot. Das ist im Grunde erst, im Evangelium heißt es mal, dann ist es besser nicht zu heiraten, sagen die Jünger erschreckt, als der Herr ihnen darlegt, was das bedeutet, wer eine Frau im Herzen auch nur lüstern anschaut. Und dann sagen die Jünger erschreckt, dann ist es besser nicht zu heiraten. Das ist im Grunde ein Zielgebot, da kann man nur für beten und drum beten, dass man das allmählich erreicht. In diesem Leben erfüllen wird man das Gebot, wer könnte das von sich behaupten, bei aller Liebe, wird man solch ein Gebot nie. Das sind ja hohe Anforderungen, die an uns gestellt werden. Die Medien versuchen diese Anforderungen ja herunterzuschrauben, jetzt auch im Hinblick auf die Bischofssynode. Was ist Ihr Fazit zur Bischofssynode?
zur Ehe und Familie, die in Rom getagt hat. Ich habe das gelesen, was veröffentlicht wurde, ein bisschen gehört, auch dazu noch vor Leuten aus Rom. Mir scheint, dass es erstmal sehr gut war und dass es die Absicht ja auch war, als vorbereitende Synode auf die Synode nächstes Jahr im Oktober, sich mal ein Bild zu schaffen, auch was diese Umfrage angeht, was ja im eigentlichen Sinne keine Umfrage war, sondern eine Bestandsaufnahme. Also so etwas, was Johannes der 23. ja auch vorhatte, Aggiornamento, also eine mal Revision, mal gucken, was ist denn da an Kenntnis, an Punkten. Auch das nochmal in der Welt sehr viel anders, in Kerala anders als auf den Philippinen, als in Nigeria, als in Paraguay, als in England, als in Deutschland, als in Schweden. Das einmal zusammenzusammeln und dann Diskussionen zu führen und jetzt auch keine Potemkinschen Dorfdiskussionen zu führen und Kunstfragen und Kunstantworten zu produzieren, sondern schon auf den Tisch zu bringen, wie ist die Gesamtsituation und was sind unsere unaufgehbaren Vorstellungen von Ehe und Familie und was sind sozusagen dann Schritte dahin und wo kann man Kompromisse zulassen, dass man sagt, ja, das ist jetzt vielleicht in einer bestimmten Lebensphase etwas, aber das findet sich auf Dauer und wo muss man sagen, das ist überhaupt kein Weg. Also all diese Dinge, da scheint mir, dass das ganz gut gelungen ist. Das ist ein weit gespanntes Projekt innerhalb der Kürze der Zeit und für 1,2 Milliarden Katholiken auf der ganzen Welt und wie gesagt mit ganz, ganz, ganz unterschiedlichsten Lebenszuständen und Lebenserwartungen, was bei der Ehe nicht ganz unwichtig ist. Und ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich, dass man da in ein gutes Gespräch gekommen ist und dass man nächstes Jahr dann sieht, okay, jetzt wollen wir mal sehen, was schreiben wir als unaufgehbar fest und wo sehen wir jetzt Spielräume auch unterschiedlicher pastoraler Begleitung.